Ja, je mehr man über den Zorn nachdenkt, vielleicht haben Sie das auch heute gemerkt, wenn Sie darüber nachgedacht haben und wollten sich darauf vorbereiten, umso mehr merkt man, dass man gar nicht, wie soll ich sagen, in einem Tage oder in einem Abend systematisch oder in irgendeiner Struktur befriedigend über den Zorn sprechen kann und ihn betrachten kann. Denn der Zorn gehört zu den wenigen Eigenschaften, die den Menschen fast bis zum Nibbana, kann man sagen, begleiten. Der wohl immer mehr abnimmt, in dem Maße, wie die Triebe geringer werden, aber es gibt kaum Menschen, die frei vom Zorn sind. Wenn sie wirklich, ich meine nicht Menschen, die sich wähnen, vom Zorn frei zu sein, das ist was anderes, die wirklich frei von Zorn sind, da gibt es kaum welche, das sind Heilige oder fast Heilige. Denn Zorn, das hat wohl jeder schon gemerkt, der ist bedingt dadurch, dass wir Anliegen haben. Weil Anliegen sind, da gibt es dies, dass plötzlich oder man merkt es schon allmählich, dass da Widerstände eintreten. Dass man, was man möchte, was man dafür richtig hält, wie da etwas gemacht werden soll und so weiter. Und in dem Maße, wie Wollen ist, in Bezug auf irgendetwas, in dem Maße ist dessen Verhinderung, zunächst mal, also ganz gesetzmäßig, nachdem auch, was wir heute Morgen besprochen haben, Patigaha, also Widerstreben. Es ist wie wenn ein Fuhrwerk plötzlich gegen was fährt. Es ist im Schwung und wird darin behindert. Diese plötzliche Hemmung des Schwunges, dasselbe beim Willen. Etwas wollen, ein Bild schon im Geiste haben, das wird dann so und so, das soll so und so werden, und man wird verhindert. Und sei es auch nur, dass man im Begriff rauszugehen ist, und im letzten Moment, man will darüber, hat was Schönes im Auge, und im letzten Moment geht das Telefon. Gerade wo man schon die Türe abschließt und Verhinderung. Es kommt darauf an, wie weit wir den Begriff Zorn nehmen. Wann wir sagen, jetzt ist es nicht mehr Zorn, jetzt ist es nur noch ein sich gestört fühlen. Aber, und da sind die Schwierigkeiten in der Definition und auch in dem Sprechen, gemeinsamen Sprechen, also überhaupt mit mehreren Menschen über den Zorn sprechen. Denn jeder sieht die Grenze des Zornes woanders. Wenn ich nur gestört bin in irgendetwas, ich wollte was machen und da werde ich gestört und merke nur eben, noch, dann mache ich es nachher. Das würde man nicht Zorn nennen. Da ist ja noch nicht mal Fatiga. Aber sobald nur ein leiser, dass man das, den Schreiber oder was man hat, fest dahinlegt, verstehen wir, da ist aus Fatiga wird ein Unmut, eine Form von Unmut. Und da, meine ich, muss man sagen, da beginnt der Zorn. Und er ist abhängig von der Stärke des Anliegens. Und darum bedingt die Stärke des Anliegens immer auch bei Durchkreuzung die Stärke der Zornfähigkeit. Es gibt zwar noch dies, dass Zorn sich selbstständig machen kann, allmählich so sehr eingefahren ist, dass er kaum wieder zurückfährt, bis dahin ist schon wieder etwas anderes da. Aber im Grunde ist Zorn keine primäre Tendenz, keine selbstständige Tendenz, sondern ist durch Anliegen bedingt. Und wenn die durchkreuzt werden. Die Anliegen sind selbstständige Tendenzen. Die Bedürfnisse, sinnliche Bedürfnisse oder Geltungsdrang, die sein wollen von der Seite her oder von haben wollen, wie gesagt,
das sind Tendenzen, die bestehen aus sich, sind natürlich auch durch Nichtwissen geschaffen. Und weil diese bestehen und weil von daher die Kraft und die Richtung des Wollens von Fall zu Fall bestimmt wird und weil es dann durch Kreuzungen gibt, dieses Wollens, plötzliche oder allmähliche Verhinderungen, ja, das gibt zunächst gesetzmäßig Pachika, dieses Widerstreben, Widerwille einfach. Da wollte man was und das wird da gehindert. Das ist das Gegenwort für Raga. Raga ist geneigt sein dahin, gereizt sein von der Sache, haben wollen und oder sein wollen. Und Pachika ist, wenn das gestört wird. Pachika. Das wird einmal übersetzt mit Gegenschlagen, aber es ist nicht unbedingt das äußere Schlagen gemeint. Überhaupt gegen, widerstreben. Also ein widerstrebender Wille, weil der Hauptwille, der eigentliche Wille, durchkreuzt wird. Und dann, von daher kommt ganz leicht auch ein Gegenwille. Also Verdruss und kann sich dann gegenwenden. Wir haben ja Zorn, sowohl über andere Lebewesen, Menschen, Tiere, haben auch Zorn gegen Gegenstände oder über Gegenstände, wenn die sich uns versagen, wenn die Materie, das Material oder wie, nicht so, was es auch sei, aber immer nur, weil Erwartungen, Hoffnungen, Anstrebungen plötzlich enttäuscht oder behindert werden, abgebrochen. Und man kann auch Zorn drittens haben gegen sich selber. Auch wieder, wenn man von sich was verlangt und es nicht schafft, so, dann Zorn und Verzweiflung werden immer sehr zusammengenannt in den Lehrreden. Zorn ist das nur wie man will, das kann man sich schon vorstellen. Also Zorn als eine Sekundärtendenz, weil Anliegen sind. Da meldet er sich, als wenn Anliegen durchkreuzt werden. Und darum, wer an der Minderung des Zornes arbeitet, arbeitet indirekt immer an der Minderung der Triebe. Also wenn er eine echte Minderung des Zornens erreicht, des Zornes erreicht, dann ist das auch zugleich die Minderung der Triebe. Denn soweit Triebe sind, soweit muss bei Durchkreuzung Zorn kommen. Wir haben schon öfter das Wort von Makarios besprochen, eines der ersten großen Christen, der sagt, wenn ihr die Sanftmut erlangt und den Zorn abgelegt habt, dann bedarf es nicht mehr viel, um eure Seele aus der Knechtschaft zu befreien. Da ist gemeint die Knechtschaft der Triebe, also der, vor allen Dingen der Begehrenstriebe, wie das in der christlichen Mystik vorwiegend war. Und das heißt also, einer, der sich nach der christlichen Vorschrift, aber ebenso nach der Lehre des Erwachten, um Sanftmut bemüht, der wird wo irgend aus Anlässen Zorn in ihm aufkommt, dann geht er den Dingen ja nach. Er merkt, da kommt Wut in mir auf, Zorn in mir auf, oder wie er es auch nennen mag, Ärger in mir auf, Widerstreben. Na, Widerstreben ist nur einfach die Negation des Begehrens. Aber Zorn, Ärger, also eine Gemütsverfinsterung, indem er das merkt und findet das als Übel, dann wird er von da aus nach den Quellen fragen. Warum ist das? Warum begehre ich so etwas so sehr, dass jetzt in mir Ärger aufkommen kann? Und solche Betrachtungen, die die Sanftmut als Leitbild haben und an dem Leitbild der Sanftmut festhalten, da wird man immer wieder des Zornes sich schämen und ihn echt verneinen, sie, wie ich da gefesselt bin,
jetzt bin ich ärgerlich, weil das da nicht ist. Damit blickt man ja nicht mehr auf die Sache, auf die geliebte Sache, die einem da verdorben worden ist und so weiter, sondern man blickt auf die innere Reaktion, auf die innere Gefühlsresonanz und sieht seine Triebe, sieht sein Getriebensein, seine Wunschhaftigkeit, das Gerissensein nach etwas hin. Und so mindert man, wenn man den Zorn nicht zulassen will, wenn man beharrlich im Auge behält über Jahre, das Zorn, diese unwillkürlichen Gemütsverfinsterungen und Spitzungen, Schärfen, die ja dann auch in mancher Form sich noch gegen andere wendet und so weiter. Wer sich dessen schämt und wer das durchschaut und vor allen Dingen unter dem Leitbild der Sanftmut, des immer ganz milde, besänftigt, sanft, lieb, geglättet, sein ganz ohne Zerren, das ist ja Sanftmut. Und auch im Reden, im Ansprechen, im Antworten, in allem, nicht äußerlich sich um Formen zwingen, sondern die Sanftmut im Herzen haben. Kein Ding soll mich aufreizen, keine Durchquerung soll mich aufreizen. Ich weiß, dass das alles, die Wünsche sind geschaffen aus Nichtwissen und die Durchquerungen der Wünsche, der Wunscherfüllung, die da kommen in der Zukunft, in der Gegenwart, sind geschaffen, karmisch geschaffen, von mir selber gewirkt. Diese Durchquerungen sollen für mich die Möglichkeit sein, sollen für mich die Handhabe sein, das Mittel sein, mich freier zu ringen. Es kommt zwangsläufig sofort etwas auf, das Zorn sein will. Ich will es gar nicht Zorn werden lassen. Und ist es Zorn geworden, dann diesen Zorn als solchen wieder, diese peinliche Regung, diese unwürdige Regung sehen und betrachten. Da braucht man nicht den Kampf der vielen schwerfällt, den Kampf gegen das Begehren selber unmittelbar anzugehen, sondern gegen die Schattenseiten, die üblen Schattenseiten des Begehrens. Das liegt hier in dem Wort von Makarios. Wenn ihr die Sanftmut erlangt und den Zorn abgelegt habt, dann bedarf es nicht mehr viel, um eure Seele von der Knechtschaft zu befreien. Das deckt sich mit der Aussage des Erwachten, 10 Fesseln nennt, 5 niederhaltende Fesseln, 5 Fesseln, die an die untere Welt halten und 5 Fesseln, die an die obere Welt halten, ab Formwelt, ja, brahmische Welt. Und da ist die drittletzte von allen 10 Fesseln, die heißt in Pali Udaccha und das ist noch Erregung. Dass der so weit ist, nennt das Zorn. Also der findet es peinlich, unwürdig, da noch erregt zu sein über irgendein Misslingen. Es kommt vor, wird in den Lehrreden auch berichtet. Und dann macht er sich selber oder andere machen ihn dann darauf aufmerksam, dass das ja noch ein Widerstreben ist, noch ein Aufbegehren ist gegen etwas. Also so nah bei Nibbana, bei der endgültigen Besänftigung. Der Geheilte ist völlig besänftigt, weil gar keine Anliegen mehr sind. So nah bei der völligen, beim Nibbana, bei der Geheiltheit, also ist der Zorn noch wirksam. Je gröber die Tendenzen sind, umso stärker ist er. Je schwächer die Tendenzen sind, dann nimmt der Zorn in dem Maße ab. Und da sind natürlich verschiedene Mittel, Gedanken, die man anwenden kann, Hilfen, um vom Zorn freizukommen. Ich habe schon öfter dieses Wort von Ovid
dem Römer vorgelesen und besprochen. Er sagt, wahrlich, je größer der Mensch, umso versöhnlicher ist er im Zorne. Denn ein edles Gemüt fühlt sich stets zur Güte geneigt. Da liegt auch drin, er sagt, ein edles Gemüt fühlt sich zur Güte geneigt und doch kann dieses Gemüt noch zornig sein. Aber umso versöhnlicher ist er im Zorne. Je größer der Mensch, umso versöhnlicher ist er im Zorne. Zorn ist immer etwas, was, wie gesagt, bei Verhinderung aufkommt. Und da kann man schon sehr weit sein. Solange Anliegen sind, ist etwas, gibt es Verhinderung. Und da kommt zwangsläufig ein Widerstreben auf. Und je feiner der Mensch ist, umso mehr empfindet er schon leises Widerstreben als etwas Peinliches und nennt das dann auch Zorn. Darum sagte ich vorhin, der Begriff Zorn, wie weit er gilt, ist eine Frage des subjektiven Befindens. Aber wer wenig Zorn gewöhnt ist, also wer an, wie es hier heißt, wer ein großer Mensch ist und versöhnlich geneigt ist und zur Güte geneigt ist, dem fällt ein Zorn, wenn er in ihm, in sich ihn spürt, dem fällt er sofort peinlich auf. Selbst wenn er stark gereizt wird und dann zornig ist und im Zorn auch etwas sagt, dann ist das für ihn eine ihm fremde Haltung, ungewohnte Haltung. Und es wird in ihm vom Gemüt her, ist die Neigung wieder zur Besänftigung. Und damit, da kann man da Dinge erleben, wie schnell er wieder einbiegt oder sogar mit Bedauern, sein Bedauern ausdrückt und demütig sich äußert und so weiter, weil ihm ganz unwohl ist in dieser zugespitzten und gegengewandten Haltung und in dem, was er da getan hat. Das haben wir in dem Bild von dem gekrümmt Gefesselten damals näher beschrieben. Ich sagte, der Erwachte vergleicht die normale Psyche, den normalen Menschen, der nicht nur Geltungsdrang hat, sondern auch überhaupt Sinnensucht und Hass und Gewaltsamkeit, den vergleicht er mit einem gekrümmt Gefesselten, selbst wenn dem die Bande abgenommen sind, wenn er Jahrzehnte in dieser gekrümmten Haltung war, dann ist das seine natürliche Haltung. Und selbst wenn er weiß, die gerade Haltung muss sein, so geht es uns allen im Geiste, wir sind alle mehr oder weniger seelisch verkrümmt, Citta, verkrümmt und verzerrt. Und Zorn ist eine dieser Dinge. Und wer sich so weit gebildet hat, dass er vom Zorn und Zorngründen sich mehr und mehr befreit hat, wer sich also schon mehr gestreckt hat nach diesem Bilde, der, wenn der mal wieder durch irgendwelche Reizungen zum Zorn kommt, dann ist ihm diese Haltung ungewohnt, dadurch merkt er es, im Gemüte merkt er dann diese Seite. Einer, der Zorn gewöhnt ist, merkt das nicht. Der muss von seinem Intellekt aufgefordert werden und kann dann doch nicht viel tun, hat keine Kraft, dagegen anzugehen, weil es seine mehr gewohnte Haltung ist. So ist es eine Sache der Übung, der allmählichen Übung, von Zorn freier zu werden. Und da meine ich, wenn wir überlegen, dass man also Zorn haben kann gegen Lebewesen, gegen Menschen und Tiere und Zorn haben kann über tote Gegenstände und Zorn haben kann über sich selbst, da ist der beste Ansatzpunkt ja doch, dass man zuerst dem Zorn auf den Grund kommt und dem Zorn sozusagen an den Kragen geht, der sich gegen andere wendet.
da hat man sofort Hilfe in sich selber, mancherlei Hilfen in sich, die einem auch zusprechen. Es ist ja viel, wenn man darauf achtet, will ich sagen, wie dem anderen zumute ist, wie das ist, wenn man einen anderen hart, zornig oder so angeht, dass das geistig fast wie Ohrfeigen sind oder seelisch oder so. Es ist eine seelische Misshandlung des anderen. Es kann kein natürlicher Mensch, wenn er zornig angegangen wird, kann ihm dabei wohl sein, sondern immer nur unangenehm. Und meistens zeigt es sich auch in der Reaktion. Aber davon ganz abgesehen, wenn man sich das vor Augen führt, dass man durch da und da durch zornige Handlung, Äußerung, und sei es auch nur Gesichtszüge, die man aber sehen lassen wollte und die dann auch gesehen worden sind, dass man dadurch den anderen beleidigt hat oder zurückgesetzt hat. Einfach, man kann sagen, misshandelt hat. Behandelt hat im negativen Sinne. Es ist eine Übung, die wir alle mehr oder weniger kennen, um die wir auch alle nicht herumkommen, wenn wir weiter und in dem Maße, wie wir weiterkommen wollen, dass wir nicht bei Durchkreuzungen unseres Willens auf die Durchkreuzungen des Willens gucken, sondern auf das, was sie in uns auslösen. Wie der Erwachte sagt, dass wir immer auf unserem eigenen Gebiet wirken und da alles immer heller und besser und glatter machen. Die Entfaltung, die Entwicklung des Herzens. Und da ist das, meine ich, eine Hilfe, wenn wir an den denken, an den lebenden Menschen denken. Und manchen hilft es auch bei Tieren, aber am nächsten sicherlich an den lebenden Menschen, den wir da mit irgendwelchen zornigen Worten, Taten und sei es mit harschem Rausgehen und so weiter misshandeln. So oder so misshandeln. Der Erwachte sagt ja immer wieder, dass man sich selber zum Beispiel nehmen soll, wie einem selber zumute wäre, wenn dieses ginge, wenn einem dieses geschähe. Und je mehr man sich darin entwickelt, umso mehr wird das zur Gewöhnung, umso mehr fällt einem auch ganz zartere Anwandlung, viel geringere Anwandlungen von solchen Verhaltensweise auf. Und wir, die wir ja wissen, dass eigentlich alle Anliegen, drängenden Anliegen, Fesseln sind, wir werden ja, haben doppelte Mittel gegen den Zorn, nicht nur gegen andere sich zu wenden, dass das die Misshandlung ist, sondern warum wenden wir uns gegen andere? Hier war ein gefesseltes Drängen nach etwas, das wurde nicht erfüllt. Statt sich zu schämen, dass solche gefesselte Drängen war, stattdessen kommt ein Zorn über die Verhinderung der Befriedigung. Von dieser Betrachtung aus wird sogar der untere Grund des Zorns, eben die Fesseln, auch direkt angegangen. Nun gibt es ja, das merken wir sicher bei uns, jeder bei sich selber und im Vergleich mit anderen, dass es Menschen gibt, die, wenn sie etwas oder stark Zorn fühlen oder auch etwas Zorn fühlen, die es gar nicht anders können, als ihn sofort zu äußern. Und es gibt andere Menschen, die, obwohl sie Zorn fühlen, auch mehr oder weniger stark, aber
ihn in sich tragen. Man sieht es wohl an, das geht ja gar nicht anders, wenn Zorn da ist, dann ist es auch zu merken. Aber sie halten zurück mit jeder Form der Äußerung, so, also der willkürlichen Äußerung. Unwillkürlich zeigt es sich ja doch. Und da ist wohl ganz natürlich, dass das eine große Hilfe ist, unabhängig davon, ob der Zorn gemindert wird, schon mal dieses, dass man an sich halten kann. Dass man zwischen dem Zorn haben und dem Zorn äußern, da noch eine Sperre zwischenbaut. Das ist aber nur eine Nothilfe, aber eine wichtige. Denn wenn einer so lange, wie noch Zorn in ihm ist, ihn auch immer zeigen und äußern wollte, dann würde er ja doch immer von misshandelten Menschen, die auch entsprechend verdrossen über ihn sind, umgeben sein, bis er fast heilig ist. Also das ist zweierlei, den Zorn richtig abbauen, aber darüber mehr zur Oberfläche hin, dem Zorn keinerlei Ausdruck geben, nach außen willkürlichen Ausdruck geben. Und darunter das Allertiefste und Sicherste ist die Triebe selber, als Fesseln durchschauen, wodurch sie gemindert werden. Und für das Vorletzte sagt Franz von Sales, lege dir einen Vorrat an Ruhe und Sanftmut an, in der Zeit, da du ruhig bist und keinen Anlass zum Zorn hast, indem du alles, Großes und Kleines, so ruhig und sanft wie möglich sagst und tust. Also mit sich selber und im Umgang mit Menschen zur Zeit, wo kein Anlass zu Zorn ist, dass man nicht rasch, harsch und so, sondern so sanft und gelassen, deswegen nicht langsam, so sanft und gelassen, so glatt wie möglich, einen Vorrat an Ruhe und Sanftmut an, in der Zeit, wo du ruhig bist und keinen Anlass zum Zorn hast, indem du alles, Großes und Kleines, so ruhig und sanft wie möglich sagst und tust. Nicht nur unsere Worte sollen voll Milde gegen den Nächsten sein, sondern auch unser Herz, unsere ganze Gesinnung. Also vom Grunde her eine Hilfe, vom Grunde her eine andere Haltung. Wenn wir nur denken, auf Zorn will ich achten, dass der nicht hinkommt, dann sind wir nur in dem allerletzten Schritt, sind wir nur auf der Hut. Wenn wir aber im Ganzen, hier wie Franz von Sales sagt, im Ganzen sorgen, ruhig, gelassen, sanft, dass alles glatter geht, dass man den Zusammenhang sieht, betrachtet, im Auge behält, kontinuierlich, so, dann ist viel, viel weniger Anlass zu Zorn. Einen Vorrat, also das ist eine Gewöhnung an Ruhe und Sanftmut. Je länger eine Zeit ist, die man in Ruhe und Sanftmut verbringt, nicht aushält, gegen sein Naturell, aushält das nicht. Je länger man aushält gegen sein Naturell, umso leichter kommt dann kann einen nachher ein ganz kleiner Anstoß zum Zorn bringen, sondern sich dahin gewöhnen, dass die größten Zeiten, die längsten Zeiten unseres Tuns ganz ohne Zorn, ohne Hass, ohne diese Unruhe und dergleichen sei. Wenn wir im Ganzen ruhig und gelassen uns bilden, gewöhnen, auch wo wir schnell etwas wollen, auch wo wir starke Anliegen haben, dass doch alles fließend in Ruhe gehe und dass man sagt, die Hauptsache ist, dass mein Gemüt nicht verfinstert ist,
dass ich bin ja auf dem guten Weg, ich kenne ja das Hauptziel, ich bin bemüht darum und es soll glatt weitergehen. Wir wissen, dass in den Lehrreden oft davon gesprochen wird, dass der Mensch, der weitergediehen ist, dessen Leben laufe ab wie Öl, das aus dem Kruge gegossen wird. Wenn Wasser aus dem Krug gegossen wird, das sprudelt so, das quirlt etwas. Es ist nie ein glatter Fluss, Öl ist ein ganz glatter Faden. Das ist da gemeint als Gleichnis. Alles tun und lassen, nicht abrupt, glatt. Es geht jetzt nicht darum, einfach um schleichende, stille, schleichende Art, sondern es wird gerade sanfte Art, also Liebe, heitere, sanfte Art. Wenn das Grundgewöhnung wird, da kann viel weniger leicht Zorn aufkommen. Und kommt Zorn auf, dann fällt er viel schneller auf als was ganz Grobes. Bei einem Menschen, der sowieso viel hastig ist oder so, da ist Zorn nur eine kleine Verschlimmerung, die ihm schon wegen seiner Hast auch kaum auffällt. Ein chinesisches Wort, das deutet auch darauf hin, wie nahe der Zorn bei den Trieben ist und wie nahe die Zornaufhebung auch zur Triebaufhebung führt. Dem Unrecht sich nicht widersetzen, von einem anderen geschlagen, sich nicht härmen, wenn man verletzt wird, nicht zürnen, das nennt man die Triebe bändigen. Aber ein Unrecht, einen Schlag, eine Verletzung als leer betrachten, dagegen die Gesinnung des Mitempfindens, des Erbarmens gegen die Torheit und Verblendung wachrufen, das nennt man die Triebe vernichten. Das eine ist, was wir heute Nachmittag mal besprachen, Hemmung, sich hemmen im Üblen tun, und das andere ist, nicht mehr sich hemmen müssen, weil es abgetan ist, weil die Quelle des Üblen gar nicht mehr da ist. Das ist ein Weg der Entwicklung. Aber Zorn ist ein ganz, ganz wichtiger Haken, an dem wir anfassen man kann bald sagen, fast das ganze Problem aufrollen kann. Von der Königin Malika, die ja in den Lehrreden öfter vorkommen kommt, mit der der Erwachte gesprochen hat, ist dann als Endergebnis dieses Gespräches überliefert, da soll sie gesagt haben, von diesem Tage an werde ich, mag man auch gegen mich sagen, was man will, keine tückische, zornige, wütende oder mürrische Gesinnung hegen. Noch Zorn und Hass entstehen lassen. Von diesem Tage an werde ich das nicht mehr tun. Das kann man als eine Willensabsicht fassen, aber nicht, dass es schon gelingt, verstehen wir. Von diesem Tage an werde ich, mag man auch gegen mich sagen, was man will, keine tückische, zornige, wütende oder mürrische Gesinnung hegen. Also ja, hegen. Das kann man sagen. Noch Zorn und Hass entstehen lassen. Also die Gesinnung nicht hegen. Sie kommt auf, je nach dem Naturell. Sie hat manche Gespräche mit dem Erwachten über Zorn gehabt. Und da kommt Zorn auf, aber sie will es nicht hegen. Ja, das ist gut. Das hatte ich selber falsch aufgefasst. Das ist ein Vorsatz, den wer die Lehre kennt und wer die Zusammenhänge kennt, den er sich immer wieder vor Augen führt. Dem Zorn nicht folgen, die zornigen Gesinnungen nicht hegen, sondern bald merken, in mir ist Zorn wegen des Begehrens, wegen der Durchkreuzung und so weiter. Und da sind die drei Schritte,
Zorn gegen andere Menschen, die man damit misshandelt. Und da ist auch in Gedanken. Und Zorn über Dinge, wenn Dinge sich versagen, da kann man ja richtig sehen, wie dumm, wie töricht das ist. Die Dinge können ja für gar nichts für. Die sind ja so, wie sie sind. Da sieht man noch viel deutlicher, weil die Dinge ja keine Absicht haben gegenüber lebendigen Menschen. Die haben Absichten. Und wenn ein Ding sich versagt und da zornig, dann sieht man ganz nackt, ganz offen sieht man, nur bei mir ist die Schuld für den Zorn. Und Zorn gegen sich selbst, das wird in Lehrreden berichtet, dass manche Zorn, also gerade von Erregung hatten, die schon sehr weit waren, dass sie nicht weiterkämen. Und wir haben ja auch Kalendersprüche gehabt, wo in denen einer darauf aufmerksam macht, dass man Zorn darüber haben könne, dass man zornig sei. Damit hilft man sich nicht, sondern den Zorn auflösen. Vom Zorn sich da frei machen, merken, Zorn ist noch eine zusätzliche Hemmung. Aber Zorn über sich selbst in feineren Graden, dass man nicht vorwärts kommt, Zorn oder Verzweiflung, das sind nun beides starke Ausdrücke, das ist verständlich, solange wir noch nicht die glattere Weise des Vorwärtsgehens kennen und können. Man macht immer noch, man geht in einer Weise vor, so dass sich in 3 Tagen herausstellt, so geht es nicht oder jetzt geht es nicht mehr. Und dann weiß man nicht warum, man kennt seinen Haushalt nicht so und dann kommt entweder Ärger auf, also eine Zornform, oder Verzweiflung, Verzagen, irgendwelche solche Formen von deprimiert werden oder von Kochen. Also das sind ja die beiden Formen, die meistens dieselbe Quelle haben. Das wird man zuletzt loswerden. Aber auch da kann man sich sagen, mit diesem deprimiert sein oder erregt sein darüber bin ich mir noch zusätzlich im Wege. Ich will nachprüfen oder mit jemandem sprechen darüber, wie das wohl zusammenhängt, dass das mir öfter so und so misslingt. Aber der beste Ansatzpunkt ist sicherlich, und der auch dessen Erledigung auch am allerstärksten zum Befrieden beiträgt, ist der, dass man Zorn gegen andere so schnell wie möglich durchschaut und zurücknimmt. Ovid sagt, wahrlich, je größer der Mensch, umso versöhnlicher ist er im Zorne. Je größer der Mensch, das heißt, je weniger er nur von diesem Ziel gepackt ist, das er da im Auge hat, je weniger er nur dieses sieht und alles andere übersieht. Ein großer Mensch sieht größere Zusammenhänge, die Gesetze, und hat einkalkuliert, dass nicht alles so geht, weiß, wie Menschen sind, weiß, wie Dinge sich verhalten und so weiter. Er hat eine höhere Warte, insofern ist er größer. Er weiß auch, dass die Menschen und die Tiere so rollen müssen, wie sie rollen. Selbst wenn er die Lehre nicht kennt, hat er ein großer Mensch ist der, der solche Zusammenhänge weitgehend schon von sich aus entdeckt. Jeder Mensch hat sich selber und könnte sich zum Gleichnis nehmen. Je mehr einer sich selber beobachtet und bei sich das Geschiebe sieht, umso größer wird er. Auch ohne die Lehre des Erwachten. Wenn wir die Aussagen des Erwachten über sein Werden sieht, merkt man immer wieder, dass er an sich gearbeitet hat, sich beobachtet hat und so weiter. Daher hat er die Größe gewonnen. Er hat nicht die Welt untersucht, sondern sich beobachtet, sich gebildet. Und daher lernt man die Gesetze kennen und dann weiß man, dass die anderen den gleichen Gesetzen unterliegen.
bei Sacco, in der Lehrrede Saccos fragen, da zeigt sich auch eine gewisse Größe. Er kommt zum Erwachten und sagt, wie ist das nur? Man hat den Vorsatz, ohne Zorn wollen wir sein, ohne Grimm, ohne Ärger, ohne Hass. Und doch wird man alsbald zornig, grimmig und so weiter. Er hat es bei sich beobachtet und er möchte davon frei werden. Er hält es für unwürdig und so weiter. Und darum ist er so beglückt, wie der Erwachte ihm die Zusammenhänge zeigt, die zuletzt wieder auf die Triebe gehen, Anliegen, Bedürfnisse, der Wille ist die Ursache und der wurzelt in der Erwägung und die wurzelt in der Sanya, in der Kette der Sanya, die da ankommen. Und dann gibt der Erwachte ihm einen Rat, dass er nur Freude oder Trauer, also die geistige Haltung, nur zulassen solle in sich über Dinge, die es wert sind, über die heilsamen Dinge, nicht über die unheilsamen Dinge. Sich freuen über irgendetwas ist ja das Bejahen. Wenn ich mich freue darüber, dass es mir gelungen ist, in einer heiklen Situation lieb zu bleiben und durch Verständnis für das, was der andere da sagt und warum er das so sagen musste von sich her, durch dieses Verständnis gar keinen Ärger zu empfinden und ihm lieb zu begegnen, eine Freude darüber ist eine Freude über heilsame Dinge. Und damit nimmt das zu, solche Haltung nimmt zu, wird in den Geist mehr eingetragen, eingeschrieben, wird einem stärker bewusst und man stellt einen stärker wieder ein bei ähnlichen Situationen und so werden Vijnana-Ströme geprägt. Aber wer Freude zulässt oder Trauer zulässt bei unheilsamen Dingen, das lange hegt, da nimmt das zu. Wir können bei der akuten Begegnung, wenn Wohl oder Wehe aufkommt, da kann man schwer gegen an. Da kommt spontan kommt ein Gefühl auf. Aber im Geiste, im Denken, Freude zulassen oder Trauer zulassen im Denken, das haben wir mehr in der Hand. Und was wir heute im Geiste pflegen, ist morgen in den Trieben und meldet sich in den unmittelbaren Berührungsgefühlen. Darum dieser Rat des Erwachten an den Götterkönig da. Und dieses hier, wenn wir bei Zorn gegen Menschen uns nachher vor Augen führen, wie wir da den Menschen doch misshandelt haben, er steht da sozusagen abgekanzelt oder zurückgestoßen durch diese Behandlung. Und man geht weg oder man macht seine Sache weiter. Und da steht er jetzt so, wie wäre einem selber zumute, indem man sich das vor Augen führt, davon peinlich berührt ist, beschämt ist, das ist Trauer bei heilsamen Dingen. Damit wird das mehr in das Blickfeld gebracht. Sofort ist schon der Trieb etwas gemindert und es wird in den Geist stärker eingetragen. Es fällt einem Bilder ein, bei einer ähnlichen Situation, schneller wieder ein, dass man sich so nicht verhalten wollte. Und das kann nach einem Jahr, führt es dahin, dass es einem sofort das Peinliche aufkommt. Wie kann ich einen lebenden Menschen, der mit seinem Gesicht mir gegenübersteht, wie kann ich in das Antlitz hinein irgend so was sagen oder zeigen oder so? Diese Empfindungen werden größer. Das ist das Wachsen zur Größe. Umso versöhnlicher ist man im Zorne. Schnell wieder nicht gespalten, nicht getrennt und vor allen Dingen nicht den anderen erniedrigt. Und über den Zorn, über tote Gegenstände, haben wir von Malfort ein Wort. Es fängt ganz anders an, als der Stoff ist. Sollte nicht Religion, das heißt Licht, Milde und Einkehr, jeden Akt des Lebens durchdringen,
Warum vergeude ich unter Ärger in Ungeduld doppelt und dreifach so viel Kraft auf das Anziehen meiner Stiefel, lasse mich dadurch ermüden und aus der Stimmung bringen für Stunden, indes ein bisschen Geschick, ein bisschen Aufmerksamkeit investiert in die Ergründung der Gesetze meiner Schnürriemen, das zum das alles zum Spiel werden ließe. Also das Anziehen, man hat es ja manchmal, das verknotet dann, weil man hastig gearbeitet hat, verknotet sich, Dankeschön, ja, verknotet sich der Schuhriemen und Ärger, Verdruss und so weiter durch das hastige Handeln. Das ist das Wort von Sales, der vorhin sagte, wenn man sich übt, einen Vorrat an Ruhe und Sanftmut zurechtlegt und alles glatt macht. Wer kennt denn nicht diese Situation, die hier genannt ist, und wenn es auch die Stiefel nicht sind, aber Verdruss über den Umgang mit Gegenständen. Und er sagt, wenn man aufmerksam den Gegenstand und seine Gesetze sieht, was da möglich ist und was nicht darin ist, was er nicht liefern kann, und danach sich fügt, dann kann nichts sein. Der Erwachte gibt drei Ratschläge, die über das Menschentum hinausführen. Wir dürfen ja alle nicht erwarten, dass wir in diesem Leben das Nibbana erreichen. Aber er sagt, sei wahrhaft, diene nicht dem Zorn und hilf, wo man um Hilfe fleht. Durch diese drei Gewohnheiten erhebst du zu den Himmeln dich. Es sind drei Dinge, kann man sich merken. Wahrhaftig sein wird immer wieder genannt als etwas Hinaufführendes. Und ich glaube, das haben wir schon gemerkt, wenn man sich bemüht um Wahrhaftigkeit, muss man sehr viel üble Dinge allmählich lassen. Man denkt dann schon, wer sich ganz immer mehr eingeprägt hat und wer schon ganz sicher ist, wahrhaftig bleibe ich. Wenn ich gefragt werde, werde ich so sagen, wie ich weiß. Wer das fest vorhat, der wird schon beim Tun oder bei der Absicht, manches zu tun, wird er sich schon sagen, ja, kann ich das, mache ich das nachher zugeben, wenn es zur Sprache kommt. Und so wird die Wahrhaftigkeit gibt einem ein Rückgrat insgesamt über sein ganzes Tun ganz anders zu wahren. Und der Erwachte sagt, wer zur Lüge bereit ist, der ist zu allem Üblen bereit. Eben aus diesem Grunde, den ich gerade nannte. Wer alles Üble tut, der, wenn er nachher irgendwie gefragt wird, dann leuchtet er es einfach. Wer aber weiß, das gibt es bei mir nicht, leuchten, sondern sagten, wie es ist. Ja, der von diesem Rückgrat her, weil er nachher der Welt gegenüber, dem anderen gegenüber offen bleiben will, so wie es ist, sagen will, dann darf es auch nur so sein, wie man es sagen kann, dass man es sagen kann. Das ist die große Hilfe vom Festhalten an Wahrhaftigkeit. Und diene nicht dem Zorn. Also nicht hegen. Er kommt auf, aber schnell, schnell überwinden. Wer seinen raschen Zorn anhält, wie ein Gespann in vollem Lauf, sagt der Erwachte, den nenne Wagenlenker ich. Der fährt den Wagen dahin, wo er richtig will, wo es sein soll. Nur Zaumhälter sind andere. Die scheinen nur Wagenlenker zu sein. Die sind die Tiere, die einfach herumreißen, die den willenlosen Knoten herumreißen. Auch in dem Wort des Erwachten liegt wieder, Zorn kommt auf.
Aber wer seinen raschen Zorn anhält, schnell zurückfindet wieder. Erstens, wie der Zorn unwirklich ist. Zweitens, dass das Zeichen ist von einem anderen gerissen sein, von einem Wollen, von Anliegen. Im Heilen ist kein Anliegen und kein Grund zum Zorn. Aber auch wenn Grund zum Zorn ist, weil noch Anliegen sind, der Zorn selber sei nicht. Und damit mindern sich auch die Anliegen. Und hilf, wo man um Hilfe fleht. Das gehört wie zum Zorn in anderer Weise. Mit dem Zorn beleidigt man den anderen. Und wo jemand Hilfe braucht, ihm nicht die Hilfe geben, mancherlei Weise, das ist auch ein Zurückstoßen des anderen. Und das sind drei Eigenschaften, die bei den Gottheiten, bei übermenschlichen Wesen nicht mehr zu finden sind. Und solange die bei uns sind, solange kann nichts Höheres nach dem Tode erwartet werden. Das gehört dazu. Durch diese drei Gewohnheiten erhebst du für den Himmel dich. Der Astralleib, der wird dadurch feiner. Alle Eigenschaften, die uns bewegen, geben Farbe und Form in den Astralleib und schimmern sogar durch diesen Körper. Man kann es einem Zornigen ansehen, nicht nur an den äußeren Falten, sondern auch an dem Glanz oder an dem Sprühen, durch die Haut durch sozusagen. Aber der Astralleib, der bewirkt es, der ist viel stärker verändert im Zorn. Und wer vom Zorn befreit ist, sei wahrhaft, diene nicht dem Zorn und hilf, wo man um Hilfe fleht. Wenn man die drei Haltungen, Gemütshaltungen sich vorstellt und die drei gegenteilige Haltungen, dann kann man merken, wie unterschiedlich diese Gemüter sind und wie das Antlitz sein muss, eines, der von den drei Dingen besetzt ist und der davon frei ist. Da gewinnt man Vorstellung von helleren Wesen und dunkleren Wesen. Wenn das Gewohnheit wird, dann kann niemand hindern, dass man nach dem Tode in solcher Gemeinschaft ist. Ja, das sind einige Gedanken über den Zorn. Vielleicht sprechen wir im Laufe dieser Tage nochmal gemeinsam darüber. Ich sagte schon, es sind vielerlei Aspekte, die da zu bedenken sind. Und die Hauptsache ist ja nicht in erster Linie Analyse, sondern dass wir mehr Neigung bekommen zu dem Helleren, zu dem Würdigeren. Und dass uns das Üble der üblen Eigenschaften mehr spürbar wird. Das ist ja das Ganze, worum es geht.